Herzlich willkommen zu einem Teil 2, wenn man so will, von der 6700. Und diesmal ist nicht so langweilig, nur mich. Diesmal habe ich gedacht, nehme ich noch die Yasin mit und wir gehen so ein bisschen raus. Und wer die Yasin ist, das zeige ich euch jetzt. Mein Name ist Yasin Kirsch, bin Natur- und Tierfotograf, komme aus dem Raum Freiburg. Und ja, meine Zeit verbringe ich am liebsten in der Natur. In irgendwelche Tarnzelte? In Tarnzelten oder in Afrika. Oder in Afrika? Da gehen wir jetzt leider nicht hin, aber ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt mal die neue Kamera und schauen einfach mal, was die so kann. Definitiv. Also für uns, also für mich, wie auch für euch ist vielleicht auch interessant, weil du wieder ein ganz anderer Blickwinkel auf die Technik hast, wie ich. Also so, ich finde cool, okay, sie macht irgendwie 4-2-2, 10-Bit und so. Für dich ist, glaube ich, eher wieder interessant, wohin kann ich meine Autofokusfelder verschieben und erkenne das auch der Graureiher. Ich bin auch tatsächlich gespannt auf den Autofokus für die Insekten. Auch als A1-User gibt es Sachen, die ich noch nicht ausprobieren durfte, da gehört es dazu. Und da bin ich gespannt drauf, ja. Habe ich übrigens noch gar nicht in Teil 1 erwähnt. Aber sehr gut, von daher lege mal los und stürze uns einmal jetzt in die Hitze. Bis gleich. Während Yasin da voll in seinem Element ist. Ich glaube, Libelle und Frösche hat er gefunden. Muss ich sagen, ich habe gerade eben auch bei ihm zum allerersten Mal das gesehen, dass der Autofokus automatisch auf die Libelle geht. Also auf den, also ja, also du kannst gar nicht mal nett erwischen. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist also ich habe es noch nie in der Realität gesehen. Also ich wusste auf dem Blatt Papier, dass es funktioniert. Aber das ist mega. Wir haben jetzt gerade eben 70-350 probiert und Yasin hat jetzt sein 200-600 drauf. Also nur um das auch mal so zu vergleichen mit Autofokus, Speed und so weiter. So lässt sich arbeiten. Aber ich muss euch sagen, ey, es ist bullewarm. Ich schwitze hier drunter. Also es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön, aber. Aber man muss sich ja richtig losreißen hier, wenn du in Action bist. Ja, tatsächlich, wenn man ja, mal was gefunden hat und dann auch noch ja, so ein Arbeitsgerät dabei hat, wo man mal ein bisschen ausprobieren kann. Wie vorhin schon erwähnt, der Autofokus für die Insekten ist für mich auch was Neues und ich bin beeindruckt. Ja. Habe ich auch gerade kurz im Janik gesagt. Arbeitest du mit AFC, also kontinuierlich genau. Autofokus? Okay. Genau. Und du selektierst dann aber ganz bestimmt, wo du die Schärfe oder wo er arbeitet darf. Genau, ich versetze den Fokuspunkt immer ja. Manuell und ja, so gestalte ich meine Bilder. Ich habe gehört, mit spitze Ohren, ab und zu hast du dann, du schießt immer Serie. Ja. Also so, das heißt, die Kamera steht dann auf Seriebild, okay, kannst du es selber sehen. Hi. Also machst du Unterschied, ob jetzt High, Mittel, Low oder sagst du immer, okay, ich schieße immer so kleine Reihe, um dann vielleicht irgendwie so das perfekte Bild zu haben? Genau, gerade jetzt hier, ja, ich konnte jetzt nicht komplett ins Wasser, sonst würde ich mich jetzt vielleicht ja auch bis zum Bauchnabel ins Wasser setzen. Aber ist auch angenehm. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja und dann habe ich die Kamera nach vorne gehalten. Mhm. Da wackelt man dann schon ein bisschen. Ich meine, der Bildstabi tut da schon ein bisschen ja, unterstützen, aber da mache ich lieber das ein oder andere Bild mehr und suche mir dann das perfekte Bild Weil sich ja auch zum Beispiel die Larve dann vielleicht im Wind hin und her genau. so ein bisschen bewegt. Genau. Okay, stark. Und dann habe ich auch den Spot-Fokus drin gehabt. Ja. Den Tracking. Ja. Der gleicht das immer schön aus, wenn es windet zum Beispiel. Ja. Oder eben, wenn man sich ein bisschen bewegt. Wenn du jetzt, also wir haben jetzt gerade eben schon mal irgendwie so ein, zwei Bilder angeguckt, vielleicht blenden wir die auch mal ein.
die A6700 hat 26 Megapixel. Würdest du sagen, ist genau richtig, sollte eigentlich mehr haben? Wie würdest du es so definieren? Kann man da schon schöner Print von machen? Ja, also ich... Ich frage jetzt auch rhetorisch. Also ich weiß, dass man Print davon machen kann, aber du hast ja noch mal andere Auge für sowas. Ja, 26 Megapixel ist eine ganze Menge. Ich fotografiere eigentlich mit der A7 IV, die hat 33. Mhm. Und selbst da sind die Bilder selten so, dass man die vollen 33 Megapixel ausnutzen kann, weil man das Bild zuschneiden muss. Mhm. Und mit der APS-C kommt man ja da schon automatisch durch den Crop-Faktor ein kleines bisschen näher dran. Deswegen wäre das eigentlich so für mich einmal die Kamera, die man immer dabei haben kann, weil sie einfach klein ist. Mhm. Und man kann bei den Objektiven einfach das mal 1,5 rechnen und kommt da einfach ein Stück näher dran und kann dann eigentlich auch schon mehr vom gesamten Bild benutzen. Deswegen sehe ich da keine Nachteile, eher Vorteile. Ja. Du hast im Prinzip eine kleine Kamera, aber du musst auf nichts verzichten, weil sie die Performance 1:1 quasi mitgeht. Genau. Von der großen. Ja, also wie gesagt, ich bin A1 verwöhnt. Mhm. Aber das, was ich jetzt bisher hier gesehen habe, natürlich gibt es Unterschiede. Vor allem das, was ich bisher gesehen habe. Ich meine, ich staune ja nur, weißt du? Wir haben zum Beispiel eine Larve fotografiert. Da war nur noch die Hülle. Genau. Ja. Ich habe sowas ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Man muss ja auch erstmal ein Auge für sowas haben, um sowas zu entdecken. Klar, wir haben jetzt relativ viel Licht, aber du fotografierst schon ein bisschen höhere ISO. Ja. Einfach, um auch schnelle Verschlusszeiten zu haben. Genau. Ja. Ich habe lieber ein kleines bisschen mehr ISO. Ich meine, mit der heutigen Bildbearbeitung kriegst du es schnell raus. Und lieber habe ich ein scharfes Bild mit ein bisschen mehr Rauschen, wie ein unscharfes Bild mit weniger Rauschen. Ja. Zumal hier auf dem Display, das ist jetzt ISO 2000, also das sieht mega knackig aus, selbst in der Vergrößerung. Ja. Klar, auf dem Bildschirm im Büro ist nochmal was anderes, aber macht einen guten Eindruck auf jeden Fall. Wir gehen mal noch davor, ja, weil da habe ich vielleicht noch einen Spot, wo wir auch was schießen können. Guck mal, selten, dass ich so... Da sitzt eine Eidechse mit auf dem Weg. Und sie bleibt einfach. Das Ding ist, das Zeug haben wir komplett für umsonst geschleppt. Der Yasin ist mit dem 70-300 in Love. 70-350. Ja. Absolut geil. Schön war es, hat Bock gemacht. Wir müssen tatsächlich aber jetzt auch wieder zurück in die Franz, weil da gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Ja. Aber spannende Kamera, oder? Definitiv. Und auch vor allem die Combo hier. Mhm. 70-350 mit der A6700. Wenn ich so an meine Reisen denke, gibt es auch manchmal Tage oder Momente, wo man jetzt nicht gerade einen Rucksack mit dabei haben möchte. Richtig. In der Wüste oder sonst irgendwas. Ja. Kleines Packmaß, volle Leistung. Ich bin wirklich, wirklich beeindruckt von dem Autofokus, ob es jetzt bei der Eidechse war. Mhm. Smart Eidechse, genau. Das Auge direkt erkannt und so weiter. Genau, also der Augenfokus sitzt und zwar in dem Moment, wo man oben so soll es sein. Drauf drückt. Ja. Muss man definitiv auf dem Schirm haben, lohnt sich. Ja. Hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir mal unterwegs zu sein. Und wir haben tatsächlich schon das nächste Date klar gemacht. Genau. Da gehen wir da vorne mal Makro fotografieren und so. Genau. Mega spannend. Tolle Kamera, kann man wahnsinnig viel damit machen. Und wir haben jetzt ja wirklich auch nur einen ganz kleinen Bereich angeguckt. Aber ja. Ja, vielen Dank auch an euch gerne. Die Möglichkeit, anschauen und testen zu dürfen. Und wir waren jetzt vielleicht auch noch so als kleines technisches Ding. Wir waren jetzt schon ein paar Stunden unterwegs und wir haben jetzt ungefähr so halber bis dreiviertel Akku mal verbraucht. 36%. Genau, dreiviertel Akku. Ja. Weißt du, das ist auch so, wenn so neue Kameras da sind, also wie ist der Akku, weißt du, wie viel Strom braucht das und das, arbeitet man viel mit Display und Sucher und... Doch, beeindruckend. Alles Erfahrungswerte. Auch noch eine kleine Message an alle da draußen. Es muss nicht immer der große Elefant in Afrika sein oder der Tiger in Asien, sondern es gibt viel zu entdecken bei uns in der heimischen Natur. Lernt es zu schätzen. Und ihr werdet viel, viel, viel schöne Motive finden. Ja. Und mit so einer Kamera macht es dann auch noch doppelt so viel Spaß. Gut, in diesem Sinne, ja, wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao.